Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr mit dabei seid. Und heute ist Weihnachten, der 24.12., an dem ich drehe. Und ich wünsche euch frohe Festtage. Ihr habt den 24., wenn ihr das hier seht, schon hinter euch. Und ich hoffe, es war schön. Ich hoffe, ihr habt gut gegessen und schöne Geschenke bekommen. Ich, wie gesagt, bin in den Vorbereitungen. Das ist mein weihnachtliches Augen-Make-up und überhaupt Make-up. Mal wieder Lippenstift, mal wieder was ganz Neues. Ich mal wieder geschminkt. Ja, und mich hat ein Päckchen erreicht, ein Trash-Päckchen von meiner lieben Lydia, der Make-up-Mieze. Und jetzt schauen wir mal rein, was sie mir geschickt hat. Ich habe ihr auch ein klitzekleines Paket geschickt. Schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Kanal ist in der Beschreibung verlinkt. Und dann haben wir hier eine schöne Karte. Was steht denn da drauf? Die wahren Optimisten sind nicht überzeugt, dass alles gut gehen wird, aber sie sind überzeugt, dass nicht alles schief gehen kann. Süß. Liebe Sophie, da ich kein großer Weihnachtsfreak bin, kommt hier auch keine Weihnachtskarte. Ich habe auch keine Weihnachtskarte geschrieben, nur so eine Winterkarte. Ich wünsche dir und deiner Familie inklusive Katzen, aber trotzdem eine ruhige, positive Weihnachtszeit und einen super schönen Übergang ins neue Jahr. Ich hoffe, du findest etwas in diesem Mini-Trash-Päckchen für dich. So mini ist es gar nicht. Herzliche Grüße von der Mieze Lydia. Home is where your cat is. Wunderschön. Super toll. Die hebe ich mir auf jeden Fall auf die Karte. Die kommt hier zu meinen anderen Karten. Hier sind überall Karten von Renate, von Nadja, von Lydia, von meinen Abonnenten, von ganz vielen tollen Leuten. Also ich bin hier umgeben von ganz viel Liebe. Passend zum Fest der Liebe. Und was ziehe ich hier raus? Einmal Lachgummi-Softies. Das sind die gefüllten. Ich habe die noch nie probiert, weil ich immer fand, dass gefüllt irgendwie weird ist. Aber ich werde sie mal probieren. Das ist auf jeden Fall schon mal toll. Was haben wir hier? Dream in Color Duocolor. Ist da auch drin, was draufsteht? Ah, eine Revlon Loves Me Smoky Eyeshadow Palette. Die sieht so aus. Und von innen so. Ich habe ja eine graue Lidschattenpalette von Jeffree Star. Deswegen werde ich die wahrscheinlich weiter wandern lassen. Aber ist bestimmt eine tolle Palette. Aber wie gesagt, ich habe die graue und ich benutzt so selten grau, deswegen brauche ich eigentlich nur die eine. Aber das ist auf jeden Fall eine coole Palette. Dann haben wir hier Masken. Afterwork Reinigung und Maske. Soft, Super Soft Peeling und Hydro Boost Gel Maske. Und eine Facial Sheet Mask von Action. Sehr gut. Die kommt hier zu meinen Masken. Uiuiui, da ist aber viel drin. Uiu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 i. Was haben wir hier? Conditioning Spray Beach Waves Sea Kelp Extract Holiday Hair Without Sand. Oh, happy days. Haarspray mit Strandeffekt. Na, ich benutze nicht so viel Haarspray. Mieze hat ja auch sehr anspruchsvolles Haar. Und deswegen glaube ich, dass sie das deswegen aussortiert hat. Bei mir wird es auch nicht bleiben, weil ich benutze kein Haarspray. Auch wenn es Conditioning Spray, aber hier steht Haarspray drauf. Aber vielleicht freut sich da jemand anders drüber. Das kommt mit zu meinen Trash-Sachen. Ich bin ja noch in zwei anderen Trash-Paketen. Drei. Drei Wandertrash-Pakete und da die wollen immer gut bestückt werden. Was haben wir hier? Wettkonzept. Ah, für die Katzen. Hirschfleischhappen und ein Spielzeug. Yay, das ist cool.
Das ist richtig cool. Da freue ich mich sehr drüber. Dann ein Deo Divine Moments. Entdecke den Duft von wilder Kamelienblüte. Das ist zugeklebt. Das sprühen wir doch gleich mal. Deos benutze ich ja, also so Sprühdeos benutze ich ja als Raumduft im Bad, wenn die Katzen mal wieder, ihr wisst schon und so. Ja, das kann ich mir gut fürs Bad vorstellen. Sehr cool. Das wird auf jeden Fall bei mir bleiben. My Little Queen Isana Handcreme. Oh nein, wie süß ist das denn? Wie süß ist die denn? Ich habe zwar 1000 Handcremes, aber die bleibt auf jeden Fall bei mir. Ich liebe Handcremes. Ich creme mir gerne die Hände ein. Muss ich auch, weil viel Hände waschen und so. Oh nein, wie schön ist das? Ein Anhängerchen mit Glitzer und einem Herz und so einem Karabiner. Oh, wie schön. Da muss ich mir einen schönen Platz für aussuchen. Der ist aber schön. Danke. Ein Scrunchie. Ich benutze ja nur Invisibobbles, also wird das auch weiter wandern. Mascara. Noch mehr Mascara? Nee. 4 Mascaren. Einmal Essence Lash Princess False Lash Effect Waterproof. Essence Mascaras gehen immer. Dann die Colossal Waterproof Mascara von Maybelline. Alverde XXL Volume. Und Skyline Volume Mascara. Die werde ich alle mal ausprobieren und dann gucke ich mal, ob ich die wegschmeiße oder ob ich die behalte. Ein Sante Black Classic Volume Mascara. Ich dachte erst, es ist von der Form her ist das wie ein, Superstay Matte Ink. Und von der Verpackung her. Aber es ist eine Mascara. Alles klar. Habe ich erstmal wieder genug Mascaren für ein Jahr. Ein Lipstick von Reval de Loop. Ja, das ist nice. Ein Mini Clarins Hydro Essentiel Multi Protection Mist. Okay. Das ist aber sehr klein. Oh. Süß. Multi Protection Mist. Ich sprühe mir das mal. Sehr feucht. Aber kann man gebrauchen. Ach, ich muss fächern. So, dann haben wir hier noch einige Stifte. Ein Eyebrow Designer von Essence. Ein Eyebrow Pencil von Lacura. Ich benutze ja nur meinen Wachsstift. Deep Grey Kajalstift. Noch ein Kajalstift von Astor. Pure Herbs Body Lotion. Lancôme Creme Koyal.
Pickelserum von Eucerin. Das kann man immer brauchen. Eine Organic Body Lotion mit Coconut. Eine Eyebrow Pomade. Ein Soft Matte Lipstick von Altera. Ein Revalde Loop Eyeliner in Walnut. Ein Long Lasting Lip Liner. Und Clinique Intense Charcoal Quick Liner. Okay. Cool. Ah, hier ist noch eine Granatapfeldusche Sensitiv von Frosch. Sehr nice. Und eine Körperbutter von Alverde. Ja, das war das Päckchen. Sehr coole Sachen. Ich freue mich. Die riecht auch gut. Körperbutter. Sehr gut. Kleines Töpfchen. Kann man gut mal aufbrauchen. Ja, das war das Trash-Paket mit der lieben Mieze. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und schaut unbedingt bei ihr vorbei und lasst ein bisschen Liebe da. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Kommt noch nicht gut ins neue Jahr. Ich drehe noch ein paar Videos. Die kommen noch zwischen den Tagen. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!